Hey Leute, ich bin's, Dennis von den Outdoor Outlaws Hamburg und ich dachte, ich gebe mal ein kleines Lebenszeichen von mir, von uns. Ja, verrückte Zeit. Sitze jetzt hier seit 1,5 Wochen mit den Kindern zu Hause. Schulen und Kitas sind geschlossen. Und ja, stellt dann doch vor Herausforderungen, ne? Weil der Lütte geht zur Schule, beziehungsweise der Große geht zur Schule und hat jetzt von der Schule auch eine ganze Menge Material bekommen, was er abzuarbeiten hat, weil die Schule ja nicht stattfindet, also Homeschooling, Unterricht zu Hause. Ja, und das versucht man denn so gut wie es geht zu meistern. Ist aber auch nicht ganz einfach, weil, Leute, ich bin lange aus der Schule raus und so Grundrechenarten und sowas alles gar kein Problem mehr. Ich glaube, das habt ihr auch alles noch drauf. Aber dann kommen manchmal so Sachen wie bei, ja, weiß nicht, Geometrie zum Beispiel. Da gab es so zwei Sachen, da musste ich selber nochmal im Internet gucken, weil ich es einfach nicht mehr wusste. Also zum Auffrischen ist vielleicht auch gar nicht verkehrt, dass man dann nochmal guckt und auch für einen selber. Aber so ganz einfach ist das alles nicht. Vor allen Dingen, wenn ich hier sitze und versuche mit ihm seine Schulsachen zu machen. Er braucht halt auch Hilfe, sind halt Fragen und das ist auch völlig in Ordnung. Aber dann ist da halt noch die Kleine. Die Kleine ist 4 Jahre alt und die will natürlich auch gefordert werden. Kita findet nicht statt, also machen wir so ein kleines Kita-Programm dann zu Hause. Und machen dann Sachen wie Brot backen. Gestern haben wir zum Beispiel einen Regenbogenkuchen gebacken. Ja. Also ich meine, das ist dann, macht auch Spaß, aber es fordert auch ganz schön und ist auch nicht so ganz einfach. Ja, ich denke, wichtig ist auch, also was wir die ersten Tage nicht hatten, ist ein vernünftiger Tagesplan, ein Tagesablauf. Dass man wirklich morgens um, weiß nicht, 7:30 Uhr aufsteht, durchs Badezimmer, frühstücken, Kinder soweit fertig machen, der Große soll sich dann an seine Schulsachen ransetzen. Ja, und mit der Lütten dann halt malen, basteln oder was einem gerade so einfällt. Aber ein Tagesablauf ist da ganz wichtig. Auch, dass man dann guckt, ne? Dann und dann ist Mittagessen, dann und dann ist Abendbrot, dass man so eine, ja, so einen Tagesablauf einfach drin hat. Das hatten wir die ersten Tage nicht und ich habe gemerkt, dass man da, ja, man kommt schwieriger klar. Es ist nicht so ganz einfach. Ja, was kann man sonst sagen? Was mich in letzter Zeit ziemlich aufregt, auch in den Medien, jeden Tag wird über Hamsterkäufe berichtet und bla bla bla. Leute, es waren Menschen dabei, die haben Hamsterkäufe getätigt. Das will ich gar nicht absprechen. Also ich für meinen Teil, also wir sind sowieso relativ gut vorbereitet auf alles Mögliche. Man ist ja sowieso, man soll ja sowieso für einen Ernstfall gucken, dass man für 2 Wochen versorgt ist. Aber in Zeiten wie heute tun das die wenigsten. Ja? Und ich kann mich zum Beispiel noch an Tschernobyl erinnern und ich weiß auch, meine Großeltern, die haben auch noch andere Zeiten erlebt und deswegen ist Vorsorge ja gar nicht verkehrt. Und wir haben nochmal angefangen, unsere Vorräte aufzustocken, als der Virus angefangen hat, China zu verlassen. Da war für mich klar, dass das Ding auch irgendwann hier rüberkommen wird. Und ja, wollte einfach auf der sicheren Seite sein. Aber um nochmal auf die Hamsterkäufe zurückzukommen, sicherlich, es gab Menschen, die haben Gas gegeben und die haben sich bestimmt auch die Einkaufswagen ordentlich vollgeschmissen. Aber wenn ich denn höre, die Versorgung ist sichergestellt, ja, und gehe eine Woche lang, jeden Tag, morgens, mittags und abends, einmal bei mir im Supermarkt gucken, wie die Lage ist und ich sehe, dass gewisse Sachen einfach nicht vorrätig sind. Zum Beispiel, erzähle euch nichts Neues. Nudeln, Klopapier, Milch, Reis, diesen ganzen Quatsch, ja.
Und im Fernsehen ständig kommt, die Versorgung ist sichergestellt, dann fühle ich mich verarscht. Weil die Sachen sind definitiv nicht da. Und wenn ich mal eine Verkäuferin gefragt habe, drehte die auch schon mit den Augen und sagte, es ist zurzeit nicht lieferbar. Ja, warum? Weil es Lieferengpässe gibt. Ich meine, die Versorgung ist sichergestellt, natürlich. Also die Läden sind ja nicht komplett leer. Man kann Obst, Gemüse, so, das kannst du alles kaufen. Das ist auch nicht das Problem. Nur ich glaube, es liegt einfach daran. Gerade Toilettenpapier ist ein ganz großes Thema. Die Leute, viele, viele Leute, viele, viele Menschen sitzen jetzt zu Hause. Und es wird zu Hause geschissen. Um es mal auf gut Deutsch zu sagen, es wird zu Hause geschissen. Es wird nicht mehr in der Firma geschissen, wo Klopapier ist oder sonst irgendwo. Es wird zu Hause geschissen. Genauso wird jetzt auch viel zu Hause gegessen. Und nicht in den Kantinen oder in der Mittagspause mal eben in die Imbissbude oder zum Asia oder sonst irgendwo. Es wird zu Hause gegessen. Ich sehe das doch auch, was wir jetzt hier an Lebensmitteln verbrauchen. Ich bin mit den Kindern zu Hause, Frühstück, Mittag, Abendbrot, jeden Tag. Und das jetzt, weiß der Kuckuck, wie lange es noch geht. Man hat einen ganz anderen Verbrauch zu Hause. Ja? Und ich glaube, dass dann immer wieder wiederholt wird, ja, und nehmen Sie Rücksicht und keine Hamsterkäufe. Nein, die Leute sind zu Hause, die brauchen jetzt mehr. Ja? Und jetzt haben sie auch Zeit zu backen. Und deswegen brauchen sie auch Mehl. Sehe, finde ich es auch merkwürdig, wenn sich da Leute den ganzen Einkaufswagen mit Mehl vollknallen. Finde ich auch bescheuert. Aber es sind nicht alles Hamsterkäufe gewesen, warum die Regale jetzt leer sind. Ich vermute einfach, die kommen mit dem Kram nicht hinterher. Und dieses, die Versorgung ist sichergestellt. Das ist so eine kleine Beruhigungspille, damit man nicht komplett durchdreht. Also was das, also das ist jetzt erstmal meine Meinung zu dem Thema Hamsterkäufe und was da alles mit reinspielt. Ja, was ich noch zu den Hamsterkäufen sagen kann, ist, im Fernsehen wird gepredigt, bleibt zu Hause, geht nicht so viel raus. Ja, ganz klar, wenn man dann einkaufen geht, dann kauft man auch so ein, dass man nicht alle 2 Tage wieder in den Supermarkt rennen muss. Ja, wie bei mir jetzt, ne, zum Thema Milch. Ja, ich darf mir 2 Tüten Milch nehmen. Wir könnten es natürlich auch so machen. Meine Frau nimmt sich einen Einkaufswagen, ich nehme mir einen Einkaufswagen. So, dann hätten wir schon 4 Tüten Milch. Nein, aber die Leute wollen mehr einkaufen, damit sie nicht so oft in die Supermärkte gehen müssen. Ja, und deswegen wird schon mehr gekauft. Und da denn so ein Riesenthema draus zu machen, Mensch, seht zu, dass der Kram in die Regale kommt. Ich stecke da auch nicht hinter. Also ich weiß nicht, wie die Lager da gefüllt sind von den bekannten Supermärkten, die man so hat. Aber das sind so die Gedanken, die ich mir gemacht habe. Oder wie ich darüber denke. Und ja, und da gibt es so viele Sachen, über die ich mir im Moment Gedanken mache. Dann ist da zum Beispiel unser Gesundheitsminister, Jens Spahn. Will ich jetzt gar nicht drauf rumhacken. Also in seiner Haut möchte ich nicht stecken und seinen Job möchte ich auch nicht machen wollen, ja. Nur, ja, irgendwie tut er mir auch ein bisschen leid, ne? Er tut mir wirklich ein bisschen leid. Und ich verstehe sowieso nicht, warum, weiß ich nicht, zum Beispiel Gesundheitsminister Jens Spahn, kommt er irgendwie aus der Gesundheitsbranche? Ist er Mediziner, ist er Arzt, Pfleger, sonst irgendwas? Nein. Ne? Oder Verteidigungsministerposten. An wen werden diese Posten vergeben? Was sind das, was für einen Hintergrund haben Leute, die denn Verteidigungsministerin sind oder Verteidigungsminister oder Gesundheitsminister oder Gesundheitsministerin? Guckt euch mal den Verteidigungsminister aus Russland an. Ja? Das ist ein hochdekorierter Militär, der weiß, wovon er redet. Ja? Und hier werden irgendwie die Posten besetzt, wie es gerade fällt. Ich weiß nicht, ob da gewürfelt wird oder was. Oder wir brauchen jetzt einen und der ist gerade frei. Also nehmen wir den. Ich kann es auch nicht sagen. Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall ist das so eine Nummer, die ich ganz merkwürdig finde. Und will da jetzt auch gar nicht groß auf den Leuten rumhacken, weil ich möchte den Job nicht machen wollen. Ja, und dann kam auch das Thema, wie kann das sein, dass wir 8 Tonnen Masken und Schutzausrüstung nach China verschicken. Ich glaube, den Leuten war nicht klar, wie dringend wir diese Sachen hier noch brauchen werden. Und ich glaube, in allererster Linie stand wirklich der humanitäre Gedanke, helfen zu wollen. Und deswegen sind die Sachen darunter gegangen. Und
hinterher ist dann Aufhören scheiße, wir hätten die Sachen auch hier gebraucht. Nun, jetzt ist das Kind im Brunnen gefallen und jetzt muss man gucken, dass man das Beste draus macht. Kann man sich natürlich drüber aufregen. Klar, im ersten Moment habe ich auch gedacht, Mensch, wie kann das sein? Wie kann man denn die Sachen verschicken und jetzt hinterher nichts haben? So, klar. Aber ich glaube, in allererster Linie stand wirklich der humanitäre Gedanke, helfen zu wollen. Und helfen ist auch sehr vernünftig. Und wenn ich jetzt sehe, dass China die Ärzte, die sie jetzt entbehren können, nach Italien schicken und nach, oder sonst wohin, finde ich ganz toll. Finde ich wirklich toll. Ich finde, es hat so ein bisschen was von Independence Day. Wir haben einen gemeinsamen Feind und dann drücken die Nationen zusammen und versuchen sich zu unterstützen, wo es nur geht. Und finde ich eine ganz tolle Sache. Definitiv. Und ich glaube, ein Punkt ist auch, wenn wir viele von diesen Sachen wie Masken und Schutzanzüge und so, wenn wir das im eigenen Land produzieren würden oder in der Menge produzieren würden, hätten wir das Problem gar nicht. Aber es wird alles ausgelagert, weil es im Ausland günstiger ist zu produzieren und deswegen wandern die Firmen ab und es wird dann nur noch eingekauft. Und ich glaube, da sollte dann auch ein Umdenken, ein Umdenken eintreten, dass man dann vielleicht doch guckt, dass wir in gewisser Menge sowas als Land auch selber produzieren, gerade jetzt, wo wir sehen, was alles wichtig ist, dass da vielleicht ein kleines Umdenken kommt. Also das wäre ganz toll. Also wenn es das Einzige ist, was uns diese Corona-Krise bringt, dann wäre es doch ganz toll, dass man dann auch darüber nachdenkt. Und also eins hat es schon gebracht. Ich arbeite in einem Museum, in einem öffentlichen Museum. Und bevor das Museum geschlossen wurde, also ich habe es früher noch nie erlebt, dass der Seifenspender auch für die Toiletten in einer Woche dreimal leer war. Ne? Also es hat schon was gebracht. Und auch die Kindergartengruppen, die bei uns ins Museum kamen, es war teilweise ganz drollig. Dann sind die Kinder reingekommen, dann habe ich sie eingewiesen, ganz so die wichtigen Sachen. Nichts anfassen, nichts essen und nichts trinken im Museum, nicht toben. Und habe dann gesagt, und wehe, einer von euch kleinen Zwergen hier hustet oder niest. Ja, und dann sagt ein kleines Mädchen, ja, aber das kann man ja gar nicht zurückhalten. Und dann sage ich, ja, aber was machst du denn, wenn du husten oder niesen musst? Und auf einen Schlag die ganze Kita den hier gemacht. Es war drollig, also es war toll. Und ja, wenn die Corona-Krise ein bisschen zur Hygiene beigetragen hat, dann ist das natürlich auch eine super Sache. Ne? Ja, ich habe mir hier mal so einen kleinen Zettel gemacht, den ich so abarbeiten wollte. Dominik ist da wesentlich besser vorbereitet, wenn er sowas macht. Und ja, weiß nicht, ich beschäftige mich auch mit dieser ganzen Technik nicht und deswegen hoffe ich auch, dass der Ton einigermaßen okay ist. Aber normalerweise macht das Dominik, der übernimmt dann Technik und Ablaufplan und alles, was dazugehört. Ich bin eigentlich mehr so ein Anhängsel, der immer gerne mitkommt, wenn er dann Zeit hat. Was war noch gewesen, worüber ich mich doch echt aufgeregt hatte? Ja, was heißt aufgeregt? Auf der einen Seite ist es ja toll, aber dass jetzt Krankenschwestern und Pflegepersonal, was im Ruhestand ist, gebeten wird, Masken zu nähen. Ich denke, Masken bringen nichts. Also bringen Masken wohl doch was. Und wenn es nur so ein Stofftuch ist, was du vorm Gesicht trägst, dann kannst du dich natürlich anstecken, aber die Gefahr, dass du andere ansteckst, ist dann nicht mehr so groß. Also kann man nicht erzählen, dass es nichts bringt. Natürlich bringt es was. Aber auch in den Medien, dass dann die ganze Zeit gesagt wurde, es bringt nichts. Ich glaube, das war auch nur so eine Beruhigungspille, dass die Leute nicht laut werden und anfangen zu schreien, warum wir den ganzen Quatsch nicht haben. Ja? Dann auf der einen Seite eine tolle Geste. Habt ihr vielleicht auch mitbekommen in verschiedenen Städten, dass abends um 21 Uhr für Kassiererinnen, Pflegepersonal und aus dem medizinischen Bereich, dass da abends ans Fenster gegangen wird und geklatscht wird. Ja? Von der Geste her ist es eine tolle Sache. Ich will es gar nicht schlecht reden. Aber vielleicht klatscht doch einfach, damit die Leute besser bezahlt werden. Ja? Wenn ich mir Dominik angucke, Dominik kommt aus der Pflege, Altenpflege. Was der arbeitet, um auf seine Kohle zu kommen und seine Familie zu versorgen, das ist der Wahnsinn.
Ja. Und da will ich seine Firma auch gar nicht. Also toll, dass er da einen Job hat und er ist mit der Firma wohl auch sehr zufrieden. Aber da muss mehr kommen für Krankenschwestern, Kassiererinnen, Leute, die das System jetzt am Laufen halten. Da muss mehr Geld kommen. Und ich garantiere euch, sobald die Corona-Krise vorbei ist, in einem Jahr, denkt da kein Schwein mehr nach. Und die Leute arbeiten immer noch für 2,50 €. Ich denke, da sollte was passieren. Und vielleicht sollte man sich dann auf den Balkon stellen und rufen, mehr Geld, mehr Geld, mehr Geld, mehr Geld. Ich glaube, damit ist den Leuten mehr geholfen. Und wenn ihr eure Dankbarkeit zeigen wollt, Seele, ihr könnt klatschen. Ich will es nicht schlecht machen. Ich finde, es ist eine nette Geste. Aber wenn ihr im Supermarkt seid und an die Kasse geht und euren Kram bezahlt, sagt einfach Danke. Sagt Danke, dass ihr da seid. Danke, dass ihr den Laden am Laufen haltet. Oder wenn ein Krankenwagen an euch vorbeifährt, einfach mal einen Daumen nach oben zeigen. So als kleine Anerkennung. Aber wie gesagt, meine Meinung. Kann jeder sehen, wie er will. Das ist meine Meinung. Ja, und was ich eben sagte mit dem Gesundheitsminister, der eigentlich was ganz anderes vorher gemacht hat, und Verteidigungsministerposten, das kommt mir manchmal so vor wie den Bock zum Gärtner machen. Ja, ich möchte nicht in deren Haut stecken, aber wie gesagt, also in anderen Ländern Verteidigungsminister, das sind meistens hochdekorierte Militärs, die dann auch wissen, wovon sie reden. Ja, naja, es ist verrückt, es ist wirklich verrückt. Na gut, Leute, da werde ich mal gucken, ob ich die Tage vielleicht noch mal was filme, je nachdem, wie sehr mich die Langeweile überkommt. Obwohl, wirklich Langeweile habe ich nicht. Also die Kinder hier zu beschäftigen, das ist schon eine Aufgabe. Aber wer weiß. Also wenn die nächsten Tage noch mal ein bisschen Zeit da ist, dann kann ich euch vielleicht auch, wenn ihr Interesse habt, noch mal mitteilen, was ich so über das eine oder andere denke. Aber wie gesagt, also ich hoffe, ihr seid gesund, bleibt gesund, haltet euch an die Regeln, denkt an die Hygiene, nehmt Abstand voneinander. Und dann hoffen wir, dass wir das Ganze hier schnell über die Bühne kriegen und die Wirtschaft wieder anlaufen kann und ja, dass nicht so viele Leute auf der Strecke bleiben. Ja, und auch für die Leute da draußen, die jetzt einen Job an den Nagel hängen mussten, weil sie Köche sind und mit Kurzarbeit und das alles nicht hingehauen hat. Leute, bleibt stark und ich drücke euch ganz fest die Daumen, dass ihr wieder in eine Anstellung reinkommt. Ja, wie gesagt, Leute. Dennis von den Outdoor Outlaws. Ich sage tschüss. Ich hoffe, ich konnte euch ein bisschen unterhalten, ein bisschen bei der Langeweile helfen. Und ja, bis dann.